Aber gestern habe ich es mir echt selbst besorgt. Ey, Kevin, das ist ja peinlich. Guck mal, wer du mal warst und was du mal warst. Ist mir egal, ob ich einen dicken Bauch habe. Ist mir egal, ob ich 10 Kilo Fett zugenommen habe. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Langes her. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Vor 2 Wochen. Ja. Vor 2 Wochen haben wir uns das letzte Mal gesehen, weil ich war viel unterwegs. Ich war eine halbe Woche in Zypern. Ich war eine Woche in Thailand. Ich war eine halbe Woche in Irland jetzt wieder. Jetzt bin ich ein paar Tage wieder in Deutschland. Dann bin ich wieder in Irland. Dann bin ich wieder in Zypern. Dann bin ich wieder in Irland. Also, viel unterwegs. Aber wir fangen an zu trainieren. Vor dem Training gab es bei mir 2 Kapseln Doom und während des Trainings gibt es bei mir den Intra. Also wenn ihr Supplemente braucht, checkt PowerState Germany ab. Ihr bekommt alles im Shop mit dem Rabattcode Kevin. Mindestens 10% billiger, aber die Wochenangebote manchmal sogar bis zu 90%. Die euch jetzt schon mal freuen auf das Update-Video, wo ich euch ein Update gebe zu den Hunden. Was ist mit den Hunden passiert? Musste ich Coco einschläfern? Lebt Püppi noch? Okay, ist ein bisschen drastisch, Alter. So. Ja, genau. Alles sehr traurig. Zum Tattoo gebe ich euch auch ein Update im Update-Video, weil wir updaten euch mal komplett. Ja, ihr seid 2 Wochen schon nicht gesehen, wir haben ja ein bisschen was aufzuholen hier. Tattoo-Update gibt's, Hunde-Update gibt's, Persönlichkeits-Update gibt's und ein bisschen Penis ist auch dabei. So, bringen wir ein bisschen den Kreislauf in Schwung, die Bumsbude hier, Junge, damit der hier auch vernünftig arbeiten kann. Vorsichtig sein hier. Nicht, dass ich mich da ranhänge und klack, bist du wieder ab. Das wäre sehr schlecht. Ich habe letztens mal versucht, deswegen habe ich auch Liegestütze ins Training eingebaut, letztens mal versucht, Liegestütze zu machen. Wie viel hast du geschafft? 10. 8. 9. Ist doch gut, eigentlich. Aber ich habe auch noch nicht so richtig Gefühl in der Brust. Es hat mir deutlich gezeigt, dass ich da langsam rangehen muss, weil ich hatte am nächsten Tag so einen unglaublichen Muskelkater auf der linken Seite, aber nur auf der linken Seite, linker Trizeps und linke Brust, weil ich anscheinend so viel mit links gemacht habe, weil ich rechts, also Angst hatte, rechts was zu machen. So ein Muskelkater, oh Gott, Alter, im Unterkörper, gestern Beine gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Beine gemacht habe und gestern habe ich es echt übertrieben. Ich mache ja momentan so ein bisschen ein anderes Training, gerade auch für den Unterkörper, um einfach wieder ein bisschen mobiler und schneller zu werden. Aber gestern habe ich es mir echt selbst besorgt. Das Problem ist auch, wenn ich trainiere, bekomme ich einen schnellen Pump in der linken Brust. Aber rechts ist irgendwie so gefühlstechnisch noch nicht ansteuerungsmäßig so viel da. Deswegen versuche ich da so ein bisschen reinzugehen, mich reinzufühlen. Also wundert euch nicht über das Training heute. Ich muss es fühlen. Ja, die letzten Monate waren natürlich sehr, sehr durcheinander. Nicht nur wegen dem Brustmuskelabriss, sondern auch wegen dem Tattoo dann. Weil immer wieder diese Pausen, Tattoo anfangen, oder vielmehr Training angefangen, einmal trainiert, dann wieder 2 Wochen tätowiert, dann wieder 2 Wochen nicht trainiert und immer so. Also ich habe in den letzten 3 Monaten, wo ich wieder trainieren durfte, vielleicht maximal 6-7 Mal trainiert. Und das ist natürlich echt wenig. Aber jetzt habe ich anscheinend ein bisschen mehr Zeit. Warum und wieso, erzähle ich euch im Update-Video. Eine ganz schön nervige Sache, aber können wir nicht ändern. Ich will euch noch nicht viel verraten, weil dann nehme ich euch die Spannung ja auf das Update-Video. Ich muss ja so ein bisschen hintriggern, weißt du? Ich mache eine Brustübung, eine Rückenübung, eine Schulterübung, eine Brustübung, eine Rückenübung, eine Schulterübung. Und zum Schluss dann halt ein bisschen Bizeps oder Trizeps noch, um da ein bisschen Abwechslung ins Spiel zu bringen. Viele haben ja auch das Foto geschrieben, ey Kevin, wie kannst du dich so zeigen? Oder ich werde auch gleich Liegestütze machen. Ich werde bestimmt nicht viele Liegestütze schaffen. Und dann werden auch viele schreiben, ey Kevin, das ist ja peinlich. Guck mal, wer du mal warst und was du mal warst. Und was du jetzt bist. Und genau das ist aber der Punkt. Ich verstell mich nicht. Ich zeige euch das so, wie es ist. Ich fake nichts, sondern ich bin so, wie ich bin. Ist mir egal, ob ich einen dicken Bauch habe. Ist mir egal, ob ich 10 Kilo Fett zugenommen habe. Und ist mir egal, ob ich
200 Kilo Kraft verloren habe. Ja? Ich will euch einfach nur mitteilen, dass es halt auch Niederlagen im Leben gibt. Ne? Und wichtig ist aber, aus diesen Niederlagen wieder rauszukommen oder aus diesen Tiefs wieder rauszukommen. Also, egal wie man nach einer gewissen Zeit aussieht, klar sah ich mal brutal aus und jetzt poste ich auf einmal so ein Bild. Aber das mache ich auch bewusst, weil ich mich bewusst dafür entscheide. Mir ist es nicht peinlich oder mir ist es nicht unangenehm, sondern ich bin stolz auf mich. Und ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe. Und klar ist jetzt vielleicht alles nicht mehr so, wie es mal war. Aber das gehört auch zum Leben dazu. Das ist mir weder unangenehm, noch peinlich, noch sonst irgendwas. Weil es ist so, wie es ist. Und das ist nun mal das Leben. Und im Leben geht es hoch und runter. Das Wichtigste ist nur, was ihr daraus macht. Eure mentale Einstellung ist das Wichtigste. Damit ihr nicht in diesen Tiefs hängen bleibt, sondern aus diesen Tiefs wieder rauskommt. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie schnell das geht. Hoffentlich, wenn das Tattoo nicht weitergeht. Aber wenn ich jetzt am Training dranbleiben kann, die nächsten Wochen, dann werdet ihr mal sehen, was in wenigen Wochen bei mir wieder möglich ist. Ich kann nichts versprechen, aber wenn das der Fall sein sollte, dass ich jetzt regelmäßig trainieren kann wieder, dann wird das so ratzifatzi gehen, dass ihr euch denkt, Alter, der muss sich ja mit Stoff zugeballert haben oder sonst irgendwas. Nee, muss er nicht. Es geht alles nur über Kontrolle im Leben, ja, und Kontrolle über dich selbst. Letzte Übung für heute, Liegestütze. Warum machen wir Liegestütze? Weil ich ein kompletter Versager bin oder geworden bin in Liegestütze. Okay, ich war noch nie sonderlich gut, aber ich sag mal, meine 30 Liegestütze habe ich immer geschafft. Ne? So, jetzt habe ich letztens mal Liegestütze versucht, 8 Stück. Ich habe auch noch ein bisschen Schiss, ne? Ich habe ja letztes Mal Liegestütze gemacht und hatte am nächsten Tag nur Muskelkater auf der linken Seite, weil ich mich anscheinend nicht getraut habe, meine rechte Seite richtig zu benutzen nach dem Brustmuskelabriss. Ja, deswegen will ich da ein bisschen dran arbeiten. Also mache ich auch keine breiten Liegestütze, sondern ein bisschen enger, damit ich da einfach ein bisschen meine Brust noch schone. Schon mehr als 8 gewesen, oder? Ja, klar. Wie war das? Ich hab nicht meditiert, aber über 10 auf jeden Fall. Ja, siehst du, wenn man daran arbeitet, funktioniert das auch. Es geht nun mal nicht von heute auf morgen. Wir bekommen im Leben leider nicht viel geschenkt. Ja? Und alles, was ihr haben wollt oder was ich haben will, dafür muss ich hart arbeiten. Egal, ob es Geld ist, egal, ob es eine gute Figur ist, egal, ob es eine gute Beziehung ist. Egal, was ihr im Leben macht, ihr müsst für alles arbeiten und hart arbeiten und dran arbeiten. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Mobility machen, aber ich habe so einen Muskelkater von gestern. Das hier, oh, ich kann mich nicht bücken, wird nichts. Wir stellen uns jetzt nochmal auf die Waage und dann haue ich dem Kameramann in die Eier. Alter, so gut, jetzt nochmal auf hier. Alter, was? Das stelle ich ja doch lieber wieder zurück. Einfach 3 Kilo mehr hier. Eure Waage ist kaputt. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei. Hast du verstanden? Einschalten wieder. Ciao.